Nach Angaben der Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird Deutschland 7 weitere Flugabwehrkanonenpanzer vom Typ Gepard in die Ukraine liefern. Die Ukraine hatte in den vergangenen Monaten bereits 30 der Flak-Panzer erhalten. Zuletzt seien 10 weitere Panzerhaubitzen, somit insgesamt 24 Stück, geliefert worden, so die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag am Montag in der Sendung RTL Direkt. Des Weiteren habe Deutschland bisher 5 Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars und 50 gepanzerte Mannschaftstransporter übergeben. Auf die Frage, ob der Ukraine auch der deutsche Kampfpanzer Leopard 2 zur Verfügung gestellt werden müsse, sagte Strack-Zimmermann, es wäre dringend erforderlich, da gibt es auch keinen Grund mehr, es nicht zu tun. Trotz wiederholter Bitten aus Kiew lehnt die Bundesregierung die Abgabe moderner Panzer vom Typ Leopard und Marder bisher jedoch ab, da auch kein anderes NATO-Land solche Panzer zur Verfügung stelle.